Ganz klar, erster Punkt ist die Trail-Performance. Das Biobike läuft einfach viel, viel besser als das E-Bike. Das Bike für Bikepark oder Trails ausgelegt ist, sollte man da wirklich drauf. Biobike zum Beispiel, da funktioniert die Schaltung nicht super gut. Man kann aber trotzdem noch fahren. Ein weiterer kleiner Vorteil, aber auch kann auch ein kleiner Nachteil sein, ist der Grip mit dem E-Bike. Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Videoüberschrift gesehen. Heute soll es mal um das Thema E-Bike versus Biobike gehen. Ich möchte euch mal die ganzen Vor- und Nachteile der beiden Räder vorstellen und für wen genau vielleicht das ein oder andere Rad ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ihr seht es hier, ich habe das E-Bike schon in den Montageständer geklemmt. Das heißt, wir würden mit dem E-Bike anfangen. Und ganz klar muss man dazu sagen, seitdem die E-Bikes auf dem Markt ist eine riesen Debatte losgegangen, wie ich finde. Am Anfang, wo die E-Bikes rausgekommen sind, hat jeder gesagt, was sollen die, die machen ja gar nichts, etc. pp. Aber mittlerweile hat das E-Bike einen richtigen Hype, auch unter den Profis. Ich kenne viele, die jetzt sich ein E-Bike noch dazugelegt haben und einfach im Winter damit trainieren. Ich persönlich muss auch sagen, ich fahre sehr, sehr gerne E-Bike, weil ich einfach mehr Kilometer schaffe, ohne so viel Zeit zu investieren. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr großer Vorteil von dem E-Bike, dass ihr in wenig Zeit viel Kilometer schafft, wenn ihr das Bike auf Vollspeed fahrt. Aber am Ende muss das jeder für sich entscheiden, welches Rad er fährt. Und wie gesagt, das möchte ich euch heute mal vorstellen. Fangen wir an mit dem größten Punkt, was ein E-Bike so hat. Natürlich der Motor. Durch den Motor habt ihr einfach eine Ersparnis eurer Kondition. Das heißt, ihr braucht nicht ganz so viel Energie, wenn ihr den Motor nutzt, und könnt dadurch die gleichen Kilometer schaffen wie mit dem Biobike oder sogar mehr, je nachdem, wie ihr fahren möchtet. Ihr könnt das Ganze aber auch richtig sportlich betreiben, indem ihr einfach sagt, ich fahre das E-Bike ganz normal und nutze den Strom nur, wenn ich es wirklich benötige, oder fahre einfach auf Ego, fahre mit meiner gleichen Kraft, die ich sonst auch immer brauche, und fahre einfach mehr Kilometer. Finde ich einen ganz großen Vorteil. Ich nutze das oft so. Ich würde nie mit meinem Biobike 40 Kilometer fahren, habe ich persönlich einfach keine Lust mehr darauf. Mit dem E-Bike macht das wirklich Riesenspaß. Gerade mit diesen neuen Motoren, gerade der Shimano EP8 mit 85 Newtonmeter, hat ordentlich Bums. Es macht auch riesig Spaß, wenn man mal beim E-Bike auf Boost drückt. Das ist wie mit dem Auto bei 200, dann drückt es sich auch in den Sitz. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Bei dem E-Bike macht echt Gaudi, aber wie gesagt, man kann die ganze Sache auch sportlich betreiben, indem man einfach auf Ego oder ohne Strom fährt und ihn einfach nur nutzt, wenn man es benötigt. Was ich schwierig finde, ist, wenn man mit dem E-Bike fährt und man sagt, gut, man fährt ganz normal eine Tour, dies, das, jenes, und man hat, wie soll ich sagen, diese kleine Versuchung, ach nee, mir geht's gerade heute mal nicht so gut, komm, ich drück halt mal auf Boost. Da ist die Selbstbeherrschung desjenigen gefragt, dass man wirklich dann sagt, nein, ich ziehe diese Tour heute auf Ego durch und benutze nicht den Boost-Knopf. Auch ein großer Vorteil, wie ich finde, ist der Weg zur Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele von euch mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren und wie weit die Wege sind. Manche, also ich kenne zum Beispiel einen, der fährt so um die 10, 12 Kilometer immer auf Arbeit, und das mit dem Rad. Im Winter mag das vielleicht noch gehen. Oder wenn es nicht so warm ist, mag das vielleicht noch gehen, aber im Hochsommer kommt man schon verschwitzt auf Arbeit. Vielleicht kann man auf Arbeit duschen, aber das gleich frühs machen, weiß ich nicht. Mit dem E-Bike ist das natürlich ein bisschen entspannter. Man nimmt einfach voll Power, düstet ganz normal auf Arbeit, dann abends wieder heim. Und finde ich einen großen Vorteil. Man kann auch gerade in den Zeiten, wo der Sprit echt teuer geworden ist, dadurch echt ein bisschen Geld sparen. Ein weiterer Vorteil von E-Bikes ist das Verkaufen von E-Bikes. Falls ihr schon eins habt, wollt euch ein neues holen, bekommt ihr euer altes E-Bike. Wenn ihr es gut gepflegt habt und es noch in einem guten Zustand ist,
fast den Neupreis wieder. Dadurch, dass wir eh diese Bestellschwierigkeiten von allen Rädern haben, aber gerade im E-Bike-Bereich ist das ja nun wirklich enorm, bekommt ihr die Räder super gut los und auch zu super Preisen. Also ich kenne einige E-Bikes, die, was weiß ich, 1000 Kilometer drauf haben, wo ihr fast, wirklich fast den Neupreis wieder kriegt oder sogar mehr. Ein weiterer kleiner Vorteil, aber auch kann auch ein kleiner Nachteil sein, ist der Grip mit dem E-Bike. Durch das hohe Gewicht habt ihr definitiv mehr Anpressdruck in den Kurven, was aber einen Nachteil bedeuten kann, auch wenn ihr das E-Bike nicht halten könnt, kann es euch trotzdem abschmieren. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Und was ich halt gerne mache, ist im Winter mit dem E-Bike fahren. Ich brauche mich nicht ganz so dicke anhosen, weil ich nicht ganz so dolle schwitze, weil ich dann wirklich den Motor nutze. Wenn ich mit meinem Biobike fahre, muss ich mich wirklich einpacken, weil du verbrauchst einfach mehr Energie oder kannst mehr Energie verbrauchen. Und dann schwitzt du und dann fährt man einen Trail ab und dann geht der Wind rein. Das finde ich alles nicht ganz so geil. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Es gibt einige, denen das überhaupt nichts ausmacht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, mit dem E-Bike die ganze Geschichte zu machen, finde ich mega entspannt. Und gerade wenn es so echt matschige Pisten sind oder Schnee liegt sogar, kommt man mit dem E-Bike definitiv den Berg entspannter und besser hoch. Kommen wir nun zu den Nachteilen der E-Bikes. Ganz klar sind das die elektronischen Bauteile. Wir haben anstatt der normalen Bauteile wie Federgabel, Dämpfer, Felgen und etc. pp. Einfach noch einen Haufen elektronische Bauteile verbaut wie Display, Motor und Akku. Wenn eins dieser elektronischen Teile spinnt und aussteigt, funktioniert meistens das ganze Motorsystem nicht mehr. Finde ich einen riesen Nachteil, weil beim Biobike zum Beispiel, da funktioniert die Schaltung nicht super gut. Man kann aber trotzdem noch fahren und wie gesagt, ein E-Bike ohne Motor dann irgendwann mal zu fahren, macht echt überhaupt keinen Spaß. Worauf man auch achten sollte, ist seine Akkuleistung, das heißt, das E-Bike muss geladen werden. Das heißt, wenn ihr die ganze Woche fahrt und sagt, ihr fahrt zum Beispiel die ganze Woche von Montag bis Freitag, jeden Tag eine Tour gefahren und habt und sagt, ey, ich habe Bock, am Samstag noch eine große Tour zu machen, steigt auf das Rad und das Rad hat nur noch 10% Akku, verspreche ich euch, ihr kommt echt nicht weit. Deswegen, ihr müsst echt darauf achten, den Akku immer zu laden, zumindest dementsprechend, wie ihr eure Touren plant. Finde ich einen kleinen Nachteil, auf meinem Biobike gucke ich mal kurz nach, ob der Reifendruck stimmt und baller los. Ein weiterer Nachteil beim E-Bike sind die Verschleißteile. Dadurch, dass ihr mit Motor fahrt, werden Kette und Antrieb enorm beansprucht. Gerade wenn, ich kenne auch viele Leute, die mit dem E-Bike einfach auf Volllast fahren, einfach Boost rein und gib ihm, was das Ding hergibt. Ist nicht ganz gut für den Antrieb. Das heißt, die Wartungskosten sind definitiv höher. So eine E-Bike-Kette ist auch anders als eine normale Kette, die sind länger. Dazu komme ich aber mal in einem anderen Video nochmal dazu. Das heißt, man muss das E-Bike wirklich öfters mal kontrollieren, was diese ganzen Antriebssachen machen. Das heißt natürlich auch, dass die Werkstattkosten bei einem E-Bike viel, viel höher sind als beim Biobike, je nachdem, was ihr für Teile verbaut habt. Natürlich kommt immer drauf an. Der nächste Nachteil ist das Gewicht des E-Bikes. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Klar, es kann sein, dass ihr besseren Grip in Kurven habt und bei Nässe, aber nicht jeder hat eine Bike-Garage oder irgendwas. Das heißt, er muss das Fahrrad in den Keller schaffen oder in die Wohnung. Und da ein E-Bike zu tragen mit 20 Kilo macht echt überhaupt keinen Spaß oder nervt dann irgendwann mal. Das muss man definitiv beim Kauf eines E-Bikes auch darauf achten, wo ich das Rad denn lager und möchte ich mir das wirklich antun. Und als letzten Punkt würde ich die Pflege als Nachteil beim E-Bike benennen wollen. Sprich die Pflege waschen. Ein E-Bike muss auch mal gewaschen werden, aber durch die elektronischen Bauteile muss man wirklich darauf achten, dass nicht allzu viel Wasser irgendwo reinläuft. Klar, die Hersteller haben ihre Teile mittlerweile ein bisschen angepasst und etwas wasserdichter gebaut, aber es kann trotzdem immer mal passieren, dass Wasser irgendwo reinläuft, wo es nicht hin soll, verursacht einen Kurzschluss und dann funktioniert das ganze System nicht. Kommen wir nun zum letzten Punkt und das ist der Sitz des Motors. Ihr seht das ja hier auch am E-Bike. Der Motor sitzt relativ weit unten. Das heißt, der Abstand von
Der Motorschutzklappe zum Boden ist geringer als beim Biobike, einfach zwischen Boden und Kettenblatt. Darauf müsst ihr achten, dass ihr nicht unbedingt hängen bleibt. Auch wenn das Bike für Bikepark oder Trails ausgelegt ist, sollte man da wirklich darauf achten, dass man da nicht allzu oft hängen bleibt. Es kann zu großen Schäden und zu viel Geld führen. Kommen wir nun zum Biobike. Das wird ein bisschen schneller gehen, die ganze Geschichte, weil das ein oder andere ineinander übergeht. Ganz klar, erster Punkt ist die Trail Performance. Das Biobike läuft einfach viel, viel besser als das E-Bike auf den Trails. Ihr habt viel geringeres Gewicht, das heißt, es drückt nicht ganz so dolle bergab. Und wenn ihr zum Thema Grip, wenn ihr ordentlichen Reifen fahrt und ordentlichen Luftdruck, habt ihr auch genug Grip in den Kurven. Beim Biobike habt ihr auch einfach einen geringeren Verschleiß, weil ihr den Antrieb nicht ganz so dolle beansprucht, außer ihr schaltet falsch. Das spart natürlich enorm die Wartungskosten. Der nächste Punkt ist die Reparatur. Wenn ich hier neue Kabel einziehen möchte, zum Beispiel, muss ich nicht extra den Motor aushängen, weil ich einfach keinen verbaut habe, um die Kabel reinzuziehen. Beim E-Bike ist das ab und zu der Fall, dass ihr den Motor aushängen müsst, damit ihr ordentlich die Kabel durch den Rahmen ziehen könnt. Das ist echt nervig. Aber das habt ihr alles beim Biobike nicht. Kabel rein, Kabel raus, überhaupt keine Probleme. Oder einfach mal die Kurbeln wechseln. Auch da müsst ihr beim E-Bike drauf achten, dass ihr die passenden zum Motor etc. pp. Ist. Der nächste Punkt ist die Fehlersuche am Biobike. Das ist echt easy. Man guckt einfach mal nach, was knackt, locker ist oder etc. Beim E-Bike ist das ein bisschen schwieriger. Klar, die ganzen normalen Komponenten sind dieselben, bis auf die elektronischen, und da muss man meistens ein Update machen oder irgendwo hinschicken. Oder das kann auch enorm nerven. Mittlerweile haben manche Hersteller auch einfach eine App mit rausgehauen, wo man die normalen Updates drauf machen kann. Aber es bringt nicht immer was. Das heißt, das Rad muss öfters mal, oder kann sein, dass euer E-Bike öfters mal in die Fahrradwerkstatt muss und an den Computer angeschlossen wird, um eine Fehlersuche durchzuführen. Kommen wir nun zu den Nachteilen des Biobikes. So viele gibt es da nicht, aber wir sehen das Ganze ja auf das E-Bike. Klar, ihr kommt nicht ganz so weit. Je nach eurem Trainingszustand kommt ihr nur bestimmte Kilometeranzahl. Das heißt, mit dem E-Bike schafft ihr definitiv mehr Trails, mehr Touren etc. Das ist beim Biobike nicht ganz so einfach. Wie gesagt, das kommt auf euren Trainingszustand drauf an, wie viel Energie ihr am heutigen Tage habt. Und ganz klar, ein Vor-Nachteil, je nachdem wie man es nennen will, ist der Kaufpreis. Also wenn ich mir für 5000 Euro ein E-Bike kaufe, bekomme ich so eine Mittelklasse-Schicht hingestellt. Wenn ich für 5000 Euro mir ein Biobike kaufe, bekomme ich schon teilweise eine ordentliche Rakete hingestellt, mit der ich es ordentlich krachen lassen kann. Das ist so, das muss man sehen, was man will. Die Preise sind enorm explodiert, aber wie gesagt, wenn ich ein ordentliches E-Bike will, muss ich fast das Doppelte für ein Biobike drauflegen. Das muss jeder aber für sich entscheiden. Für wen ist nun was an der ganzen Geschichte? Die meisten von euch haben wahrscheinlich ein Biobike und überlegen sich, ein zweites Rad dazu zu holen, und das ist dann wahrscheinlich das E-Bike. So wie bei mir zum Beispiel. Ich habe mein Biobike, bin damit mega zufrieden, bin ein riesen Fan davon, und es ist wirklich geil, dass ich noch ein E-Bike dazu habe, was mir zum Beispiel im Winter sehr viel Spaß macht. Es kommt so ein bisschen drauf an, was ihr genau machen wollt. Wenn ihr einen Alleskönner haben wollt und euer Trainingszustand ist nicht gerade der beste, würde ich euch das E-Bike empfehlen. Mit dem E-Bike könnt ihr alles machen. Ihr könnt auf Arbeit fahren, zum Bäcker fahren. Ihr könnt Touren fahren. Ihr könnt auch in den Bikepark. Das ist überhaupt kein Problem. Die Trail-Performance von einem E-Bike ist ja nicht schlecht. Man muss sich nur dran gewöhnen. Falls aber euer Trainingszustand gut ist, beziehungsweise ihr wollt mehr trainieren und wollt richtig viel Spaß haben, ist natürlich das Biobike für euch die bessere Wahl. Gerade wenn ihr wenig Zeit habt, zum Beispiel wenn ihr lange arbeitet und sagt, ey, eigentlich habe ich heute noch Bock, eine kleine Tour zu fahren, 2-3 Trails zu fahren, ist natürlich das E-Bike besser dafür geeignet. Ihr steigt schnell drauf, fahrt schnell auf euren Hügel, fahrt ein-, zweimal eure Trails runter, wo ihr mit dem Biobike definitiv mehr Zeit investieren müsst und einplanen müsst, weil ihr einfach länger braucht. Und das war es auch eigentlich schon mit dem heutigen Video. Falls ihr noch Vor- und Nachteile zwischen den beiden Bikearten habt, schreibt die gerne in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Ich persönlich fahre beides mega gerne im Winter mehr das E-Bike anstatt das Biobike.
Kommt aber immer auf das Wetter drauf an und wie ich mich gerade fühle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so wäre, Like und Abo nicht vergessen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!